Satte 204 PS Leistung. In gut 7 Sekunden von 0 auf 100. Opels neue Elektrohoffnung Ampera E ist überraschend sportlich. Extra starke Akkus bringen erstaunliche 520 Kilometer Reichweite. Die berüchtigte Reichweitenangst könnte somit vergessen sein, wenn die zweite, deutlich schickere Generation des Opel Ampera bald über unsere Straßen rollt. Der erste Ampera 2012 war eigenwillig designt und hatte einen Benzinmotor als Stromgenerator an Bord. Das hat der neue Ampera E dank seiner großen Akkus nicht nötig. Über 100.000 Exemplare der Vorgänger Opel Ampera und Chevrolet Volt spulten 1,3 Milliarden Kilometer ab. Davon profitierten die Ingenieure erheblich bei der Entwicklung des neuen Elektro-Opel. Obwohl der Ampera E nur 4,17 Meter kurz ist, überrascht er mit praktischen Vorzügen. Auf den drei hinteren Plätzen herrscht mehr Beinfreiheit als beim längeren Opel Astra. Und im Gepäckvolumen übertrifft der Ampera E seinen direkten Rivalen BMW i3 deutlich. Eine spezielle Hinterachse bringt viel Stauraum. Die Akkus liegen im Unterboden zwischen den Achsen. Das spart Platz und verbessert das Fahrverhalten. Die hohe Kapazität der Lithium-Ionen-Akkus bringt laut EU-Zyklus mehr Reichweite als bei den direkten Konkurrenten wie BMW i3 und Nissan Leaf, erhöht aber auch die Ladezeiten. Abhilfe schaffen öffentliche Schnellladesäulen, an denen sich die Reichweite in einer halben Stunde bereits um 150 Kilometer erhöht. Ein Display zeigt dabei den Füllstand an. Für den neuen Opel Ampera E wird ab Sommer ein Preis von unter 40.000 Euro erwartet. Angesichts der gebotenen Ausstattung, Leistung und Reichweite könnte Opels Elektrokleinwagen die alternative Mobilität deutlich voranbringen.